Vor. Ich begrüße Herrn Sören Bergner, Unterabteilungsleiter Datenpolitik aus dem BMI. Schön, dass Sie bei uns sind. Und Felix Zimmermann, er ist Leiter der AG Öffentliches Auftragswesen, Digitalisierung des öffentlichen Einkaufs, ebenfalls im BMI. Schön, dass ihr hier seid. Wir freuen uns auf euren Input. Ja. Los geht's. Ja, vielen Dank. Dann würde ich einfach mal beginnen. Erstmal versteht man mich einigermaßen gut. Ja, wunderbar. Ja, Transformation in der öffentlichen Beschaffung, kann man sich erstmal fragen, warum braucht man das eigentlich? Ist Vergabe nicht vielleicht sogar gut genug? Und da muss man leider selbstkritisch sagen, na, wir sind noch nicht dort angekommen, wo wir eigentlich ja auch parallel mit der digitalen Transformation in der Verwaltung hinkommen, sie nämlich bestmöglich unterstützen zu können. Das bedeutet, Flexibilität gewährleisten zu können, zum Beispiel für Produkte, die jetzt auf dem Markt verfügbar sind, dass zum Beispiel das Vergaberecht das abbilden kann. Oder auch Kompetenzen zu haben natürlich, da geht es jetzt mal nicht um rein Digitales, sondern um Menschen, Kompetenzen und Kultur in den Vergabestellen, die eben gerade diese Transformation der digitalen Verwaltung verstehen und mitgestalten können. Esther hat es eben auch schon gesagt, die Beschaffung hat einen großen Impact darauf, was tatsächlich passiert. Es ist sozusagen der Gatekeeper, ja, der letztendlich darüber bestimmt, an dieser Schnittstelle, was eigentlich die öffentliche Verwaltung zur Erfüllung ihrer Aufgaben vom Markt bezieht, konkret. Und damit natürlich auch, ich sag mal, das Feature-Set, die Möglichkeiten auch mitgestaltet, obwohl sie selber vielleicht gar nicht daran teilhat, wenn es bei einer zentralen Vergabestelle nur darum geht, vorrangig ein, sage ich mal, rechtssicheres Verfahren abzuarbeiten. Dabei darf es aber nicht bleiben, da müssen strategische Elemente, die eben gerade Mehrwerte für die Bedarfsträger, die diese Dinge dann eben weiterverwenden, wie die umgesetzt werden können. Es gibt aber noch das ein oder andere Problemchen oder Dinge, wie man eben jetzt zum Beispiel in der anstehenden Transformation des Vergaberechts vielleicht dem Ganzen ein bisschen helfen könnte. Und ich sage könnte, weil wir natürlich nicht wissen, was am Ende bei rauskommt, aber Dinge, für die wir eintreten werden in der Diskussion rund um das Ganze. Sie alle wissen, Cloud-Leistungen werden ja angepriesen, auch eben damit, dass sie eben dynamisch sind, flexibel. Wenn ich heute ein, ich sag mal, Stück Cloud kaufe, kann ich mir sicher sein, dass es morgen weitere Services enthält, die ich auch nutzen kann. Total super eigentlich. Aber das Vergaberecht hat damit ein enormes Problem. Was sie nämlich tun, ist ja, Monate bevor sie eine Vergabe dann veröffentlichen, bevor sie ausschreiben, legen sie mit der Leistungsbeschreibung fest, was eigentlich eingekauft werden soll. Schon allein in der Zeit ändert sich die Cloud, also das, was Sie an Services eben einkaufen würden. Und wenn Sie den Zuschlag erteilt haben, wissen Sie, dass Sie am nächsten Tag schon wieder was anderes haben. Ja, es ist also ein gleiches Grundfeature, das muss man verstehen und man muss es auch entsprechend in Verträgen natürlich abbilden, die man macht. Ja, gleichzeitig entsteht dann schnell ein Konflikt mit so ganz profanen Dingen wie dem Vergaberecht, nämlich muss man sich dann fragen, wenn ich jetzt zum Beispiel ein CRM in der Cloud beschafft habe und jetzt plötzlich kann ich noch Identity Management machen, zum gleichen Preis, weil das nach Volumen abgerechnet wird und das ist jetzt einfach plötzlich dabei, ich kann darauf zugreifen, darf ich das eigentlich nutzen? Und dann wird erstmal die Frage gestellt, was sagt denn das Vergaberecht dazu? Das ist eine Vertragsänderung möglicherweise, wenn jetzt plötzlich weitere Services drin sind. Da müssen Sie gucken, ist das wesentlich, unwesentlich? Ja? Da kommt man schnell einfach in Schwierigkeiten hinein und nicht zu Unrecht wird dann eben gesagt, nutzt es doch einfach, ihr habt es schon. Aber gleichzeitig wollen wir natürlich auch Wettbewerb und Innovation nicht verkürzen. Ja, das heißt also, Dinge, die da einfach plötzlich dazukommen, jetzt verwenden zu können, ist nicht ganz so einfach zu beurteilen. Wir wollen natürlich, dass man da mehr Flexibilitäten hat und gleichzeitig aber auch irgendwo eine Grenze ziehen, dass Wettbewerb nicht konterkariert wird, der ja stattfinden soll. Das ist ein so ein Problem zum Beispiel, was bei Cloud-Leistungen aktuell tatsächlich besteht im öffentlichen Einkauf. Ja. Dann gibt es natürlich weitere Dinge, wenn ich mit meiner Familie darüber spreche, die das nicht verstehen, warum das so ist, dass man zum Beispiel im Bereich von Vergaben von Standardprodukten nicht die Möglichkeit hat, einfach einzukaufen, wie auf einem Webshop. Ja. Ich sage jetzt einfach mal wie bei Amazon. Und wofür wir auch eintreten in der Digitalisierung der Beschaffung, ist Online-Marktplätze
einrichten zu können. Sei es jetzt, dass man das gesetzlich regelt, man kann das aber vielleicht auch gerade im Bereich von Direktvergaben auch so machen. Natürlich gewisse Anforderungen leiten sich aus dem Vergaberecht und insbesondere Haushaltsrecht ab. Und da geht es vor allem um die Frage, wie ändert sich eigentlich möglicherweise die Beschaffung dann, wenn ich solche Online-Marktplätze benutze als Einkaufsorganisation. Im Moment ist es vor allem so, dass ich einen Einkaufsprozess gestalte. Ich gehe dann raus, gerade im Bereich von Direktvergaben, gucke ich mir Produkte an oder suche das irgendwie im Internet. Im Bereich von Vergaben darüber muss ich richtig förmlich Vergabeverfahren durchführen. Und wie wäre es denn, wenn ich das einfach einkaufen kann auf einer Plattform und sich dieser Prozess im Hintergrund abspielt und mir in die Vergabedokumentation auch einspeist? Dann werde ich weniger sozusagen ein Prozessgestalter, sondern ich werde eher zu einem Prozesssteuerer, der ganz viele Prozesse auf der Plattform, sag ich mal, beobachtet und mitgestaltet, aber diese dann eben digital ablaufen. Also die Idee wäre, was es auch tatsächlich schon zum Teil gibt, so einen Online-Marktplatz eben betreiben zu können, aber dabei haushalts- und vergaberechtliche Maßstäbe wie Transparenz, ja, wie funktioniert eigentlich so ein Algorithmus, der zu Vergabeentscheidungen führt, wie ist der Zugang von bietenden Unternehmen auf diese Plattform, wenn dort eingekauft wird durch eine Vergabestelle oder durch Bedarfsträger. Da muss man sich ein bisschen zu verhalten. Aber es wird sicherlich kommen, und also irgendwann in Zukunft, da gehen wir von aus. Und es wird die Vergabe in den Bereichen von insbesondere von C-Artikeln, Standardprodukten deutlich vereinfachen, vielleicht auch von Dienstleistungen, wo ja auch schon teilweise sehr gut kalkulierbar ist, wie teuer eben solche Dinge wie Umzüge oder sowas sind oder Malerarbeiten. Das sind also spannende Perspektiven, wo sich der Einkauf auch ändern wird. Wo wird er sich noch ändern, voraussichtlich? KI besprechen wir hier überall aktuell. KI könnte zum Beispiel helfen bei der Erstellung von Leistungsbeschreibungen, also dort in den Bereichen, wo wir dann hoffentlich, weil wir über Online-Marktplätze viele Kleinigkeiten abgehandelt haben, auch wirklich die Menschen in wichtigen Vergabeprojekten einsetzen können, die dann wirklich Verfahren gestalten, Verhandlungen unternehmen. Aber auch dort kann man durch KI zum Beispiel Leistungsbeschreibungen teilweise erstellen lassen. An solchen Dingen wird experimentiert. Es gibt auch Unternehmen, die sowas schon zum Teil zeigen können. Und es würde einem natürlich Arbeit abnehmen. Das bedeutet aber auch, dass ich zum Experten werden muss, wie ich mit so einer KI umgehe, ja, als Kollegen ansehe. Für so etwas brauchen wir unbedingt natürlich Daten. Da wären wir beim nächsten Teil. Und Sören, ich glaube, das ist ein tolles Thema, bei dem ich gleich übergeben kann. Ja, sehr gerne. Ich guck mal, es funktioniert. Daten sind das Thema, das mich beschäftigt, aber auch natürlich insbesondere im Bereich der Beschaffung. Wir haben eingangs ja im Impuls schon so ein Stück weit gehört, da ist unwahrscheinlich viel Transaktion im Raum. Und da ist eine Menge an Vorgängen, an Beschaffungsvorgängen und an Beschaffungsvolumen, was umgesetzt wird. Aber wenn wir darüber reden, dann haben wir möglicherweise eine Ahnung, was vielleicht in unserem eigenen Zuständigkeitsbereich passiert. Aber wir wissen eigentlich nicht so ganz genau, was eigentlich in der Gesamtheit der beschaffenden Stellen in Deutschland passiert. Es gibt ja, glaube ich, auch nur Ahnungen, wie viele Stellen das am Ende eigentlich sind. Und das, wenn wir über Vergabetransformation reden, dann müssen wir auch darüber sprechen, dass wir eine Vergabe, wenn wir sie digital denken, auch wirklich sehr datengetrieben denken, von Anfang bis Ende. Und datengetrieben heißt für mich, dass wir aus der Welt der Formulare ausbrechen. Das ist ja schon passiert. Die EU hat ja durch E-Forms entsprechende Vorgaben gemacht, die jetzt auch national ja umgesetzt sind. Der Datenservice, der zukünftig ja diese Daten auch als E-Sender transportiert, ist online, und dort haben wir an einer Stelle, zumindest für den Bereich der Oberschwelle, jetzt einen Punkt, wo wir hinschauen können und wo wir diese Daten erstmals auch gebündelt sehen, um sie eben auch auswerten zu können. Um mit KI überhaupt irgendwo anzupacken, brauche ich ja auch erstmal eine gesunde Datenbasis, und das wäre das Ziel natürlich, nicht nur über die Bekanntmachungsdaten zu sprechen, die jetzt als Metadaten, sage ich mal, da zur Verfügung stehen, sondern ich spreche darüber, dass wir irgendwie gemeinsam versuchen sollten, die Beschaffungen als solche, also Verdingungsunterlagen und entsprechende Vertragsunterlagen, auch so digital zur Verfügung zu stellen, dass sie für uns selbst leichter nutzbar sind und dass sie dann aber auch zur Verfügung stehen, um daraus Mehrwerte zu ziehen, voneinander zu lernen. Also jede Beschaffung hat irgendwo schon mal stattgefunden. Nur oft wird sie wieder neu erfunden.
wenn der Mitarbeiter in einer anderen Beschaffungsstelle mit dem Problem konfrontiert wird. Und es wäre toll, wenn wir doch dieses Wissen einfach teilen könnten, wenn wir auf Ausschreibungsunterlagen anderer Stelle Zugriff hätten, um uns dort Mehrwerte zu generieren und die vielleicht Best Practice zu übernehmen. Das bedingt natürlich, dass wir darüber sprechen, wie wir diesen Beschaffungsprozess auch von Anfang bis Ende so digital ausgestalten, dass wir miteinander Mehrwerte schaffen und dass wir diese Mehrwerte teilen können. Das ist so ein datengetriebener Ansatz an dieser Stelle und der wird uns auch in die Lage versetzen, solche Entscheidungen überhaupt zu treffen. Können wir uns mit den Fachkräften, die uns noch zur Verfügung stehen, auf die komplexen individuellen Vorhaben konzentrieren, weil die Standardware oder der Standardeinkauf von Lieferungen und Dienstleistungen über wirklich Online-Marktplätze funktioniert. Weil wir dort einfach den Bedarfsträger direkt auch, sag ich mal, mit dem Markt interagieren lassen können, um den Einkauf schnell abzuwickeln. Das bedingt aber, und Felix hat es schon gesagt, wir brauchen Kompetenz, so einen Marktplatz auch zu managen als Vergabestelle, weil wir können den Bedarfsträger nicht alleine lassen. Aber wir müssen unsere Zeit so nutzen und so einteilen, dass wir die komplexen Vorhaben noch bewältigen können, dass wir dafür die Zeit haben und dass wir die Beschaffung standardisierter Waren und Dienstleistungen möglichst wirklich wie in einem Warenhaus reingehen, rausholen, fertig ausgestalten. Das bedingt natürlich auch, dass wir an dieser Stelle über Daten verfügen, die uns verschiedene Fragen beantworten. Ist dieser Einkauf dann noch wirtschaftlich? Was muss ich tun, damit dort auch Kriterien, die uns im Übrigen wichtig sind, wie Nachhaltigkeitsziele, Frage auch, wie schaue ich dort in die Lieferkette, das muss für so einen Marktplatz auch geklärt sein. Da müssen wir auch Daten haben, die das belegen und die das unterstützen. Das ist ein Aspekt, wenn wir über Vergabetransformation sprechen, müssen wir auch darüber reden, wie wir Daten zur Verfügung stellen, wie wir Daten teilen und wie wir Daten auswerten und bewerten können. Ja, wie kommen wir an solche Daten? Wir haben bei uns in der AG DG 1.5 ein tolles Projekt, Lizenzmanagement Bund, bei dem eben dezentrale Lizenzmanagement-Komponenten quasi zur Verfügung beziehbar gestellt werden. Dort also in den jeweiligen Häusern zum Beispiel eben der Lizenzstatus erhoben werden kann oder gemanagt werden kann. Und diese Informationen sind natürlich für den Einkauf ganz, ganz wichtig. Ja. Wie viele Lizenzen habe ich jetzt eigentlich bei mir in der Institution? Also wenn man ein bisschen kleiner denkt, man kann es auch ganz groß denken, zum Beispiel in der Bundesverwaltung. Und wie müssen die Vergabeverfahren deswegen gestrickt sein? Es macht überhaupt gar keinen Sinn und man würde sich in eine sehr schlechte Ausgangsposition in Verhandlungsverfahren zum Beispiel, gerade mit großen Technologieanbietern, würde man sich da reinversetzen, wenn man eben dazu kein Bild hat, also diese Daten nicht hat. Gleichzeitig bedeutet das natürlich auch, dass sie diese Kompetenzen, ich habe es erwähnt, du hast es erwähnt, es kommt immer wieder, diese Kompetenzen aufbauen muss, damit überhaupt umgehen zu können. Und damit meine ich nicht nur mit technisch mit Daten, sondern sie auch inhaltlich zu verstehen. Wir werden also jetzt zum Beispiel durch sowas wie das Projekt Lizenzmanagement Bund mehr Informationen haben. Die müssen wir natürlich auch verwerten können, nicht nur technisch, sondern inhaltlich. Wir haben auch ein anderes Projekt, die EVB IT Digital, da komme ich jetzt auch gerade her. Das ist auch ein spannender Transformationsaspekt. Die EVB IT, das sind Vertragsmuster, die Sie verwenden können für Ihren IT-Einkauf. Der IT-Planungsrat sagt sogar, für Bund und Länder müsst ihr das verwenden. Die machen wir als Geschäftsstelle zusammen mit Bund und Ländern im IT-Planungsrat, handeln wir die letztendlich mit dem Bitkom aus und stellen die auf der Website cio.bund.de zur Verfügung. Und das Tolle daran ist, dass Sie sie einfach nur verwenden können, so wie sie sind und dadurch Ihre Einkäufe zumindest vertraglich schon mal absichern. Sie wissen, dass Sie Angebote kriegen. Jetzt ist es aber so, dass wir jetzt, wenn wir in die digitale Welt schauen und gerade die Komplexität der Produkte auf dem Markt sehen, können Sie nicht 5 Meter oder vielleicht sogar 10 Meter an verschiedenen Optionen auf einem Papier ausdrucken oder in einem PDF-Dokument und dann da eben Kreuzchen machen. Das ist jetzt langsam kaum mehr möglich geworden. Und so geht es jetzt darum, dass wir ein Tool zur Verfügung gestellt haben, was Open Source ist im Übrigen und auf opencode.de zur Verfügung steht, mit dem Sie sich Verträge selber bauen können und sie immer wieder abspielen können. Also Sie bauen sich eine Vertragslogik oder nehmen die Vertragslogik der EVB IT, die wir dann auch demnächst zur Verfügung stellen und können das immer wieder abspielen. So gibt es dann nachher 2 Bereiche, nämlich einmal Menschen, die in einer Vergabestelle
als Legal Engineer solche Vertragskonstrukte bauen, diese Logiken, und andere, die dann eher in der Fachlichkeit sein können, die eben diese Verträge, sag ich mal, auf Knopfdruck abspulen und ausfüllen. Das ist total interessant, weil sie dadurch viel mehr individualisieren können, als das aktuell jetzt eben der Fall ist. Sie haben also ein digitales Tool, mit dem sie auch ihr internes Wissen da reinbringen können. Und die Kolleginnen und Kollegen aus den Fachabteilungen können das dann eben mit Anleitung, geführt durch einen Fragenkatalog, einbringen und Verträge erstellen. Die wiederum sind gleichzeitig so digital, dass sie sie letztendlich in die weitere Prozesskette einbringen können, ins Vergabemanagementsystem oder eben andere Warenwirtschaftssysteme. Ich wär gerade zappelig, weil das so nüchtern rüberkommt, aber ja? Ganz ehrlich, das muss man sich mal anschauen. Also es ist Open Code, auf Open Code ist es verfügbar. Das ist ein Tool, wo Sie wirklich aus dieser EVM, also wer es kennt, ist, glaube ich, weiß, wovon wir reden. PDF, viele Seiten, keiner versteht's. Und diese PDF aufzulösen und da wirklich einen elektronischen Vertrag draus zu machen, den Sie individuell auch für Ihre Bedürfnisse konfigurieren können, das ist wirklich ein Schritt in die Zukunft der Beschaffung. Weil Sie müssen sich nicht mehr durch ein PDF-Formular kämpfen und die Vergabestelle kriegt das vielleicht noch hin, weil sie sich daran gewöhnt hat. Aber ein Bieter und gerade junge Unternehmen, die diesen Erstkontakt haben mit einer Verwaltung, die solche Formulare auf den Tisch legt, die sind ja erstmal vom Aufwand auch gefrustet. Die nehmen vielleicht auch gar nicht mehr teil am Vergabewettbewerb, weil die sagen, das verstehe ich hier gar nicht, so viele Kreuze. Und wenn ich hier ein Kreuz mache, was passiert eigentlich 10 Seiten später? Und die Idee von EVBIT Digital, was Felix und sein Team machen, ist wirklich zu sagen, wenn du hier ein Kreuz setzt, dann fallen die anderen Sachen weg, die damit nicht mehr in Zusammenhang stehen. Die sind gelöscht, die siehst du gar nicht mehr. Das heißt, die Vergabestelle kriegt einen Vertrag für die Bedingungsunterlagen, der zur Beschaffung passt, der aber trotzdem EVBIT ist. Und das ist der Mehrwert. Also ich habe einen Standard, der von der Industrieseite akzeptiert ist, der aber trotzdem individualisierbar ist. Und dann am Ende, und das ist der Mehrwert von Open Source, Sie können das natürlich auch adaptieren und sagen, okay, ich mache jetzt eine Beschaffung, die ist nicht EVBIT oder das passt nicht, dann können Sie mit dem Tool aber trotzdem für sich einen entsprechenden Vertrag designen und diesen nutzen. Das ist ein Mehrwert, den wir einfach wirklich allen Vergabestellen zur Verfügung stellen wollen, die an EVBIT gewöhnt sind, aber vielleicht jetzt diesen Schritt ins Digitale machen mit EVBIT und dann selber aber einen Mehrwert haben für andere Vergaben. Also es war einfach, ich musste zappeln, das ist für mich einfach wirklich ein Schritt in die Zukunft. Ja. Genau, mit der Integration in den Beschaffungskreislauf. Ja, und da sind wir auch noch bei dem Datenthema. Am Ende müssen wir Beschaffung nicht als eben, ich sag mal sowas wie, ich sag das gerne, Vergabeidiotie denken, also ein Verfahren, was irgendwo anfängt und aufhört, sondern das ist ein Beschaffungskreislauf. Wenn ein Produkt dann in seinem Lebenszyklus beim Bedarfsträger verwendet wird, produziert es ja letztendlich auch Daten, also Zustandsdaten zum Beispiel, die wiederum verwendet werden können. War das ein gutes Produkt oder nicht? Und das kann wieder in die nächste Vergabe einfließen und wir können eben mit solchen Tools wie EVBIT Digital zumindest diese Datenschnittstellen und Punkte eröffnen, um das in der Zukunft sozusagen aufzubauen, in den Beschaffungskreislauf reinzugehen und die Beschaffung dadurch besser zu machen. Das bedeutet aber auch wieder Transformation der Beschaffung, den Blick zu weiten in diesen Beschaffungskreislauf und auch mit diesen ganzen Datenpunkten umzugehen. Das bedeutet aber auch noch dazu mehr Aufwand. Deswegen Online-Marktplätze, wir müssen diesen ganzen Aufwand, der wegdigitalisierbar ist, auch möglichst dorthin bringen. Wo wir bei dem Thema Open Source sind, das Tool EVBIT Digital ist Open Source, diskutieren wir aktuell auch, der Koalitionsvertrag hat auch letztendlich ja angeordnet, die Frage, wie können wir Open Source eigentlich in öffentlichen Auftragsvergaben besser positionieren. Da kann ich 2 Dinge zu sagen. Aktuell ist ein Prozess, in dem wir in den EVBIT die Open Source Fähigkeit der Verträge verbessern. Das ist nicht ganz so einfach. Gerade Open Source hat viele unterschiedliche Lizenzbedingungen. Die muss man so ein bisschen versuchen, da reinzubringen, ohne dass dabei unerwünschte Nebeneffekte entstehen. Ist natürlich bei proprietärer Software genauso. Aber an dieser Stelle muss man eben damit umgehen. Und da sind wir im Moment dabei, das einzuführen. Das wird voraussichtlich im nächsten Jahr dann auch stattgefunden haben, dass die EVBIT
in dieser Hinsicht bessere Möglichkeiten bieten, Open Source auch erstmal vertraglich abzubilden. Gleichzeitig gibt es im Koalitionsvertrag den Auftrag, letztlich fürs BMWK jetzt im Vergaberecht dafür zu sorgen, dass eben Open Source einfacher einkaufbar wird und vielleicht auch eben eine Vorrangposition erhält. Das ist gerade in Diskussion und ich will es nicht vorwegnehmen, weil es ist noch nicht ausdiskutiert, aber da stehen wir gerade dran, stehen auch dahinter, hinter dem, was im Koalitionsvertrag angeordnet wird. Und da glaube ich, würde ich sagen, kann ich so ein bisschen auf die nächsten Monate verweisen, da wird man sicherlich was sehen. Jetzt steht hier eine Null. Wir sind soweit erstmal durch. Danke. Ihr hört mich, jetzt hört ihr mich sehr gut. Vielen Dank für euren Input. Ihr habt schon ganz viele der Fragen, die ich vorbereitet habe, beantwortet. Das macht es für mich natürlich leichter. Und hier nochmal die herzliche Einladung, auch Fragen aus dem Publikum zu stellen. Ich nutze jetzt aber das Recht der Moderatorin, einmal nachzufragen und die erste Frage zu stellen. Du hast von Zeithorizonten bei EVBIT gesprochen, aber nicht bei Zeithorizonten, zum Beispiel beim Online-Marktplatz. Wie sieht es da aus? Womit rechnest du? Wie lange dauert das? Gibt es schon Use Cases aus anderen Ländern zum Beispiel? Ja, also es gibt solche Online-Marktplätze auch von öffentlichen Einkäufern aktuell im Bereich bis zur Direktauftragsgrenze. Das heißt dort, wo ausschließlich Haushaltsrecht gilt, da lässt sich das abbilden. Wir sind der Ansicht, dass man da auf der einen Seite mal die Direktauftragsgrenze natürlich höher setzen sollte, kann ich glaube ich offen sagen. Und ich glaube, es gibt auch gute Anzeichen dafür, dass in der Diskussion da jetzt was passiert und man also diese Direktauftragsgrenze weiter nutzen kann, in weiterer Höhe nutzen kann, um solche Online-Marktplätze auch tatsächlich sozusagen live zu bringen. Wie gesagt, also ich bin davon überzeugt, dass das rechtlich jetzt auch schon funktioniert, wird auch gemacht. Aber spannend wird es natürlich auch in Bereichen, die höher gehen. Es gibt Bundesländer, in denen kann man Verhandlungsverfahren mit einem Teilnehmer eben bis zu deutlich höheren Grenzen schon durchführen. Und warum sollte man das nicht auf so einen Marktplatz kommen? Da denke ich mal, was den Zeithorizont angeht, man muss sich natürlich stark überlegen, wie genau man so einen Marktplatz rechtlich ausgestaltet. Wir stehen jedenfalls dafür, es muss am Ende sowohl für die Beschaffungsstelle, aber auch für den Markt attraktiv sein, darüber Geschäft zu machen. Ansonsten funktioniert das einfach nicht. Und da muss man natürlich auf der einen Seite das Interesse der Vergabestellen, aber auch des Wettbewerbs und des Markts rein regulieren. Das wird ein bisschen dauern. Bisschen sind in der Verwaltung? Ich hoffe, dass es nicht länger als ein Jahr dauert. Okay, das ist doch mal was. Also vielleicht nächste Smart Country Convention in einem Jahr? Wir versuchen es. Sehr schön, super. Gibt es schon Fragen aus dem Publikum? Ja, das Spannende wäre natürlich gewesen, ich sitze ja eigentlich hier in Vertretung für einen Kollegen, der leider nicht da ist. Das BMWK ist ja Federführer für die rechtliche Umsetzung und wir haben natürlich das Interesse, da möglichst viel reinzupacken von dem, was wir gerade erzählt haben. Und die Marktplätze gibt es ja schon, die finden statt und wir hoffen jetzt natürlich als BMI, dass wir gemeinsam mit dem BMWK das in der Vergabetransformationsnovelle reinkriegen, damit das auch rechtlich abgesichert funktioniert, jenseits des Spielraums, den Felix genannt hat. Weil uns geht es natürlich darum, einen interessanten Wettbewerb zu schaffen, aber es geht mir persönlich auch natürlich darum, die Vergabestellen dort zu entlasten, wo wir von standardisierten Lieferungen und Dienstleistungen sprechen. Da steckt viel Arbeit in jeder Beschaffung drin. Wenn das über den Marktplatz geht, ist das schon im Eigeninteresse einfach ressourcenschonend. Und wir haben die Hypothese, und die muss eben dann durch Zahlen und Daten belegt werden, dass dieser Einkauf mindestens genauso wirtschaftlich ist, als wenn ich einen Wettbewerb mache. Nach meiner Hypothese ist er sogar wirtschaftlicher, weil die Unternehmen, die dort ihre Produkte einstellen, schlichtweg in einem größeren Wettbewerb stehen, als wenn ich eine individuelle Beschaffung mache. Das ist die Hoffnung und das müssen wir natürlich noch unterlegen. Und das müssen wir abbilden, damit es rechtlich abgesichert ist. Das klingt auch gerade für Startups und KMUs viel, viel freundlicher. So ist es. Sehr schön. Jetzt noch, da sehe ich eine Hand. Danke, Linda. Ja, vielen Dank. Matthias Daub, mein Name. Mich würde interessieren, wie die Effekte für die Vergabestellen gemessen werden sollen. Ist das schon in Planung, also die Reduktion vom Aufwand, die Geschwindigkeit für die Vergaben? Was sind da die Gedanken dazu? Willst du oder ich? Das ist tough, ja. Also wir wissen natürlich, intern haben wir Wissen jetzt zum Beispiel beim Beschaffungsamt des BMI über das entsprechende Controlling, wie lange Vergabeverfahren im Schnitt dauern.
Ich glaube, öffentlich haben wir das sogar auch tatsächlich mal angegeben, dass wir in der Vorbereitung, eigentlich bis zur Durchführung eines Vergabeverfahrens von der Vorbereitung, aber das sind jetzt komplexe Verfahren, ungefähr 9 Monate brauchen. Und ich habe auch von anderen Vergabestellen, mit denen wir uns ja laufend im Austausch befinden, immer wieder das gleiche Signal gekriegt, das braucht einfach so lange. Machen Sie sich das wirklich klar, dass Vergabe im Verfahren selbst gar nicht so lange dauert. Also ich sage mal 3 Monate, vielleicht hört sich das für Sie erstmal, also bei komplexen Produkten ist das in Ordnung, weil die Unternehmen auch, sagen wir mal bei Druckern, ja, so unkompliziert sich das anhört, zum Beispiel für Nachhaltigkeitskriterien bei sich in Japan oder sonst wo nachfragen müssen, ob sie diese Voraussetzungen erfüllen können, diese Anforderungen, die dort aufgestellt werden. Das heißt, Vergabe dauert eigentlich im Eigentlichen nach der Bekanntmachung in der Regel nicht so lang, aber die Vorbereitung, und die ist wichtig. Ganz häufig werden Fragen gestellt in der Vergabe, die sich die Projekte noch gar nicht wirklich gestellt haben. Und dann müssen teilweise auch Grundlagen erarbeitet werden. Daher sage ich sogar immer, Vergabeverfahren sind qualitätssicherer für Projekte. Ja? Das meine ich ernst. Und dadurch hat man natürlich insgesamt eine lange Betrachtungszeit, die für aktuelle Produkte wie Cloud eigentlich gar nicht mehr passend sind. Ja? Da müssen... Und das wäre ja das Interessante, aus Rahmenverträgen da rauszukommen in so eine Art Online-Marktplatz, wo sowas sofort beziehbar ist. Und die Kosten für Cloud, wenn man jetzt eben die Bezugszeiträume, was weiß ich, was in Monaten sieht oder so, die sind auch am Ende ja nicht so hoch, die Kosten dafür, dass sie möglicherweise in solchen Dingen auch abgebildet werden können. So, ja, aber wie verbessert man das? Wie macht man das sichtbar? Also intern kann ich Ihnen versichern, dass die Vergabestellen Bescheid wissen. Nur gleichzeitig lässt es sich eher in der Vorbereitungszeit auch tatsächlich was verkürzen. Ja? Und über Online-Marktplätze natürlich dann deutlich standardisierte Produkte schnell beschaffen. Ja. Ja. Also um sibyllinisch zu antworten, zu lange. Und das ist das, was ich vorhin sagen wollte. In der Vorbereitungsphase müssen oft Fragen beantwortet werden, die schon 100-mal beantwortet wurden. Und darum geht es mir, wenn wir in dieser Vorphase auf mehr Know-how zurückgreifen könnten, gar nicht mal in der einzelnen Organisation. Natürlich haben viele Organisationen internes Wissensmanagement. Aber ich rede darüber, dass Vergabestellen an der Küste das Gleiche machen wie in den Bergen. Und wenn die sich austauschen, wenn die voneinander wirklich profitieren könnten, würden wir Entlastung schaffen, würden wir Geschwindigkeit schaffen und auch vielleicht aus Marktsicht eine stärkere Vorhersehbarkeit eigentlich dieses ominösen öffentlichen Einkaufs schaffen, weil je mehr wir uns, sag ich mal, standardisieren, ohne Absprachen jetzt, also nicht das Thema bitte falsch verstehen, aber je mehr wir unsere Nachfrage standardisieren, umso bessere und schnellere Angebote bekommen wir auch. Umso höhere Standards können wir auch perspektivisch verlangen. Also ein Prozess, der aus verschiedenen Blickwinkeln eigentlich nur Mehrwerte schafft. Ich bin im BMI auch für Integrität zuständig. Deswegen eins möchte ich ganz deutlich sagen. Dieser komplizierte und langwierige Beschaffungsprozess hat aber auch was Gutes. Wir haben in Deutschland durch diese hohe Verrechtlichung natürlich auch etwas geschafft, was in anderen Ländern nicht selbstverständlich ist, nämlich einen hochintegeren öffentlichen Einkauf. Und für mich ist jetzt auch wichtig natürlich, dass wir diese ganzen Digitalisierungselemente und diese Beschleunigung und diese Verfahrensverkürzung, dass wir dabei eins nicht aus dem Auge verlieren. Standardisierte und rechtlich durchnormierte Verfahren sind auch sehr unanfällig gegen negative Einflüsse. Ja. Und das ist ein Mehrwert, den wir erhalten müssen. Den haben wir jetzt auf Kosten von Zeit, aber wir müssen diesen Mehrwert erhalten, wenn wir beschleunigen, wenn wir verschlanken und wenn wir digitalisieren. Also das ist der zweite Hut, der mich immer umtreibt. Vielen Dank. Von Ihnen noch eine Frage? Da war doch eine. Da ist die Dame. Danke, Linda. Ja, hallo, Vivian Strenigan mein Name und ich hätte zu diesem Baukastensystem von den Verträgen noch eine Frage. Das ist mir neu tatsächlich und ich finde es auch ganz praktisch, aber wie wird das gehandhabt mit den AGB dazu? Aktuell haben wir die EVB-IT-Verträge mit passenden AGB und wie soll das dann laufen, wenn ich das über ein Baukastensystem habe? Ja. Wie man das wahrscheinlich erwartet. Also erstmal, Sie können sich das natürlich bauen, wie Sie wollen. Sie können auch zum Beispiel einfach einen Vertrag bauen, der dann eben als ein Dokument geht. Sie brauchen nicht unbedingt AGB. Wenn Sie aber AGB haben, dann würde ich natürlich eher dafür plädieren, die auch in Gänze immer wieder abzubilden.
Was? Ne? Also ansonsten haben Sie ja nicht für eine Vielzahl von es kommt jetzt darauf an, wie Sie es verwenden, aber Sie wollen ja eigentlich für eine Vielzahl von Geschäftsfällen eben AGB haben. Und wenn die sehr modular plötzlich sich ändern, glaube ich, ist man dann eher in der Einzelvertragsgestaltung. Aber ansonsten, wie das funktionieren wird, ist, dass halt eben AGB-Teile komplett wegfallen, die Sie eben für diesen Auftrag nicht brauchen. Also das Modularisieren. Das sind Blöcke, die gehen dann einfach weg. Also die Blöcke sind natürlich miteinander so verbunden, dass dort bestimmte Ausschlüsse greifen und bestimmte Abhängigkeiten entstehen. Damit verhindern wir natürlich das Problem von Widersprüchen in AGBs, weil wir die Elemente rausnehmen, die nicht dazugehören. Ja. Und wir können natürlich auch gerade auf AGB-Rechtsprechung schneller reagieren. Also wir würden im Bereich der EVBIT, wie bisher auch, natürlich Konditionen bereitstellen, die, wenn sie veröffentlicht werden, dem Stand der Rechtsprechung auch genügen. Das entwickelt sich schnell, da muss man auch möglicherweise nachbauen. Aber wenn Sie natürlich diesen Baukasten selbst nutzen und mit Ihren AGBs verschachteln, müssten Sie natürlich genau diese Prüfungen noch einbauen. Und das ist Legal Tech. Ihr Justiziariat muss genau für die Anwender, und das kann man auch, diese Dinge vorkonfigurieren. Der Anwender kann bestimmte Sachen nicht mehr machen oder es gehen halt Warnungen auf, dass man sagt, wenn du hier zum Beispiel die Klausel aktivierst, dass du einen Verzugsschaden pauschal geltend machen willst, dann musst du aber auch einen Termin irgendwo eintragen. Also solche Abhängigkeiten kann man bei Legal Tech dann markern und das genau kann dieses Tool und es ist ja online auch verfügbar. Auf Open Code können Sie es anschauen und einfach mal die Entwicklung verfolgen. Da sind wir dran, das ist dynamisch. Ja, da sind wir auch noch nicht im Komfort. Genau, aber die EVBIT selbst sind noch nicht darin abgebildet. Das haben wir schon für uns, aber wir müssen natürlich eine sehr umfangreiche Qualitätssicherung machen, weil diese ganzen Abhängigkeiten in den Fragebäumen, da darf einfach nichts schiefgehen, wenn wir das veröffentlichen. Ne? Okay. Danke, klingt auf jeden Fall spannend und auch praxisnah. Gibt es noch eine Frage, eine kurze Frage bitte? Danke. Hallo, vielen Dank erstmal. Ich oute mich, die EVBIT digital war für mich neu, insofern vielen Dank dafür. Ich wollte Sie bitten, noch einmal ranzuzoomen. Ich fand den, in einem Nebensatz hatten Sie gesagt, Leistungsbeschreibung durch KI unterstützen zu lassen. Das fand ich sehr spannend, weil Sie auch richtigerweise sagten, gerade der Vorbereitungszeitraum im Beschaffungsvorgängen dauert extrem lange, durch die doch detaillierte Leistungsbeschreibung. Könnten Sie da noch mal ein bisschen näher ranzoomen, wie Sie sich das vorstellen? Also Sie sagten ja richtigerweise, dazu benötigt man Daten. Also um dann eine KI bei der Leistungsbeschreibung unterstützen zu lassen, müsste man die ja trainieren. Also bräuchte man ja Infos zu ganz vielen Beschaffungsvorgängen, welche Leistungsmerkmale da gefordert wurden. Und in der Perspektive ließe sich ja dann natürlich denken, dass man vielleicht auch eine Bewertung von Angeboten durch KI unterstützen lassen könnte. Da muss man natürlich drüber schauen, aber heißt dann eben gelb, rot, grün oder so und dann guckt man trotzdem drüber. Aber vielleicht können Sie da nochmal ranzoomen, wie Sie da die Perspektive sehen, in der nächsten Zeit durch KI bei der Leistungsbeschreibung zu unterstützen. Ja. Mach du mal. Also Sie haben in Ihrer Frage die richtigen Punkte auch schon gemarkert. Wir haben im Moment Wissen und entsprechende Grundlagen in unserer eigenen Organisation. Und dort haben wir prototypisch mal drüber geschaut, ob man zum Beispiel in Bezug auf Nachhaltigkeitskriterien aus Vorgängen, die man in der Vergangenheit durchlaufen hat, einfach herausfiltern kann, welche Kriterien kamen dort zum Tragen und was ist die Empfehlung für dieses aktuelle Verfahren, um das dort zu berücksichtigen. Das haben wir mit begrenztem Datenschatz schon durchprobiert. Also die KI kann das. Das haben wir uns angeschaut, prototypisch. Ich weiß auch, dass andere Staaten, die anderen Digitalisierungsstand haben, auf unwahrscheinlich viele Vorgänge zugreifen können und die im Detail analysieren können. Und die können auch wirklich mit KI-Unterstützung, wir haben es gesehen, Leistungsbeschreibungen zum Beispiel für standardisierte Dienstleistungen sehr schnell generieren. Aus einem Fundus von Verfahren, die gesammelt wurden. Es geht. Man muss sich das anschauen, weil die KI natürlich, sag ich mal, ich bin nur Jurist, aber nach meiner Definition gibt eine KI eine gute, schöne Antwort. Aber sie muss nicht immer richtig sein. Und das muss natürlich der Bearbeiter sich anschauen und nochmal mit dem Sachverstand drauf gucken,
ist diese Beschaffungskonfiguration jetzt wirklich das, was ich erwartet habe? Und da bin ich bei dem Punkt Unterstützung von der Auswertung von Angeboten. Klingt interessant, weil das ist ja auch, die Angebote kommen eigentlich relativ standardisiert rein. Das müsste man eigentlich unterstützen können, aber da unterscheiden sich, glaube ich, die Meinungen auch. Auch wir sind uns wahrscheinlich nicht einig. Felix, ich darf das sagen, du tendierst eher dazu, oh, das ist schwierig, das sollte man vielleicht nicht unbedingt so propagieren. Ich würde sagen, man muss gucken, wo eine KI wirklich helfen kann, Fehler zu vermeiden. Ich würde sie aber nicht in der Rolle sehen, eine Angebotsauswertungsentscheidung im Detail komplett vorzubereiten. Ja, ja. Aber es gibt bestimmte Fehler oder man übersieht etwas, da kann eine KI helfen, einfach im Sinne von Red Flag. Aber Angebote auswerten und bewerten, ich glaube, da sind wir nicht. Nee. Da sind wir uns einig, das glauben wir nicht so sehr, dass das bald kommt. Okay. Es gibt ein Unternehmen, was sowas auch zeigen kann, die da hinten sind. Ich kann gleich mal einen Tipp geben. Ja. Gut, eine Mini-Frage noch aus dem Publikum. Wenn die Seite hat sich noch kaum. Ja, die Dame in Gelb, danke. Ja, vielen Dank. Hallo, ich bin Anja von WeTel. Und ich habe eine ganz allgemeine Frage zu Nachhaltigkeitskriterien in Vergabeprozessen. Mir kommen nämlich immer wieder Ausschreibungen unter, in denen das überhaupt gar keine Berücksichtigung findet. Und da habe ich mich gewundert. Ich dachte nämlich, es wäre inzwischen ein Muss. Ist es immer noch ein Kann? Bin ich da bei Ihnen an der richtigen Stelle? Ja, kann ich gerne sagen. Genau, also es gibt auf verschiedenen Ebenen natürlich Anordnungen, wie zum Beispiel die AVV Klima, bestimmte Kriterien eben dann in Vergaben zur Nachhaltigkeit verpflichtend zu verwenden. Und also ich sage mal so, meine Erfahrung ist eigentlich, dass sehr viele Vergaben inzwischen Nachhaltigkeitskriterien enthalten. Es gibt auch welche in der VGV zum Beispiel zum Energieverbrauch, ja, natürlich enthalten. Also insofern... es gibt Anordnungen dazu, das wird noch mehr kommen, sicherlich. Und ich kann insoweit auch sagen, dass es bei uns in der Arbeitsgruppe ein IMANÖB gibt, den Interministeriellen Ausschuss für nachhaltige öffentliche Beschaffung, die an solchen Grundlagen arbeiten, für die Bundesverwaltung natürlich. Also das heißt dann intern eben aufarbeiten, wie können wir Nachhaltigkeit eigentlich besser, aber mit der Vergabepraxis verbinden, sodass natürlich, also muss man auch sehen, die Kompetenzen, die jetzt aktuell in den Vergabestellen sind, müssen natürlich das auch irgendwie aufnehmen können. Gerade strategische Ziele jetzt umzusetzen, ist natürlich gerade für jemanden, der eben Vergabeverfahren in anderer Weise vorher gemacht hat, nicht ganz so einfach. Und da zu unterstützen, das sind letztendlich auch Produkte des IMANÖB, was dann nachher wirksam wird. Und da werden sicherlich auch Anforderungen dann in, sag ich mal, Form von Anordnungen, wie man jetzt eben damit umgeht, mit dem, was in der AVV Klima steht oder so. Time. Ja. Okay. Wird mehr kommen, glaube ich. Okay, vielen Dank. Ich habe jetzt noch eine Abschlussfrage an Sie beide. Und zwar, Sie kriegen viele Forderungen aus der Digitalwirtschaft, die heute hier ist. Was ist denn Ihre Forderung an die Digitalwirtschaft? Wie kann die Digitalwirtschaft Sie unterstützen in Ihrer Arbeit? Also aus meiner Sicht, wofür ich auch persönlich immer wieder eintrete, ist, dass diese Mauern, die, sag ich mal, muss ich auch sagen, viel von der öffentlichen Verwaltung hochgezogen werden und mit der Industrie wenig Dialog passiert. Es ist tatsächlich einfach so, dass diese Mauern von beiden Seiten runtergerissen werden. Mir ist klar, Korruptionsprävention ist ein ganz wichtiges und hohes Gut. Aber es gibt ja im Bereich gerade von Marktanalysen eine ganz große Bandbreite an Möglichkeiten, eben sich vor Vergaben darüber zu unterhalten, was sind eigentlich die Bedürfnisse und wie kann der Markt das abdecken. Da wünsche ich mir auch vom Markt, die Vergabestellen immer mehr zu nerven, ja, reißt eure Mauern runter. Es gibt den Paragraphen, ich glaube 17 VGV oder 14, ich weiß nicht mehr genau, da steht Marktanalyse drin, ihr dürft das, ihr müsst es nur dokumentieren. Ja. Fordert also der Markt, fordern Sie das bitte ein, denn damit werden Vergaben besser, weil die Kompetenz der Marktsicht in die Vergabestelle übergeht. Und ich sage immer so zum Abschluss, dass Beschaffung die Bühne ist, wo sich eben Verwaltung und Markt treffen können, und zwar ganz zulässigerweise. Und dann fängt das Vergabeverfahren an, da geht der Vorhang zu, da arbeitet die Verwaltung dann für sich
aber vorher ist viel Spielraum. Ich würde keine neue Forderung aufmachen, ich würde es unterstreichen. Die IT-Wirtschaft muss ein bisschen Verständnis haben für die Reflexe, die in Vergabestellen stattfinden. Das ist eben diese Mauer, die Felix angesprochen hat. Aber gerade die Angebote der IT-Wirtschaft sind so dynamisch, so komplex und für den einzelnen Sachbearbeiter vielleicht auch nicht komplett zu begreifen. Und da lassen Sie sich auf solche Dialogformate ein, präsentieren Sie vielleicht auch oder leisten Sie den Aufwand, den Vergabestellen Ihre Produkte wirklich zu erklären und auch die Spezifika zu erklären. Also wie kann ein Vergabeverfahren diesen Markt wirklich vernünftig ansprechen? Ja. Da ist eine Vergabestelle in der Regel dankbar, wenn sie dieses Wissen erhält. Ob sie das nun gleich immer perfekt verarbeiten kann, da gehört dann ein bisschen Nachsicht und Verständnis dazu. Wir geben uns Mühe, wenn Sie auch sich Mühe geben, im Dialog zu stehen mit uns, dann kann uns das, glaube ich, weiterbringen. Super, vielen Dank. Perfekte Abschlussworte. Liebe Digitalwirtschaft, ihr habt es gehört, lasst uns gemeinsam in den Dialog treten. Auch gerne noch direkt neben der Bühne. Ich denke, Sie zwei stehen noch zur Verfügung für einen Austausch und ich übergebe wieder an Linda. Vielen Dank, dass Sie alle da waren. Dankeschön.